Hallo ihr Lieben, und da sind wir wieder zurück bei Alien. Hören Sie mich? Gerade so, Rip. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Und, darf ich jetzt? Wieso steht die denn nicht... Jetzt steht die nicht mehr auf? Ich habe ein Aufstehproblem in diesem Spiel. Das, wird bestimmt noch mein Tod sein. Ja, ja. Geh mal sowas von Fett speichern. Weil die Qual ist nicht nah. Was haben wir denn? Ah. Sieht aus wie Alien. Rechts und links. Gibt's hier irgendetwas? Irgendwas Flammenmäßiges? Wieso ist hier zu? Weil die verschlossen ist. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Hier wird aber kein Alien sein. Siehst du, nix Alien. Hier ist bestimmt fett dunkel. Soll ich mal das machen? Bestimmt besser. Okay, dann lauschen wir mal. Wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anisidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland-Yutani-Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Da freut Marlo sich. Marlo hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Gut, das haben wir jetzt auch durch. Liegt dir irgendwas? Wow, einfach nur einen Schalter drücken, Knopf drücken. Ja, ja. Hallo? Unbedingt. So, was haben wir denn hier? Also wer lesen möchte, will, tut, der liest. Ich mache hier einfach fett weiter. Der macht dann auf Pause. Vier, fünf, eins, null. Wir sind außerhalb von Sevastopol. Marlo und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlos Schiff. Sie ist Marlos Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlo zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Nee, ne? So, Mann, ist das hier verwinkelt. Okay, dann drücken wir wieder fett an. Oh, das dreimal. Bams. Na? Nummer 1 und Nummer 2. Tada! Laden hier alles. Och nö. Eins. Warte. Und. Ja, getroffen. War super. Ricardo, hat
sie mich hören können. Die Hauptenergie der Anesidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen. Und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Hey, Ripley. Hallo. Willkommen auf der Anesidora. Ja, Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Hüps. Ah, ich sollte warten, bis er fertig ist mit Quatschen, damit ich wieder Punkt habe. Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Sie haben mir Arbeit erspart. Er musste nur vorübergehend offline sein. Ich musste ein paar Sachen in Ordnung bringen. Da kreiselt's. Okay. Speichern. Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Nein. Sind viele Stellen offen. Ripley, Marlow hat mich hintergangen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Taylor! Marlow, was machen Sie da? Was mich sonst keiner traut. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Ja, was denn? Flammenwerfer und so? Das hat sich gerade angehört. Ah, oh, das ist ein Radio. Was haben wir hier? Wieder Lesestoff. Anesidora, hier spricht Marshall Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits, Ende. Ende. Weiter geht's. Durch die Tür. So, wir nehmen das da und das da und das da. Und natürlich werde ich auch die DLCs spielen. Die kenne ich gar nicht. Das wird lustig. Liegt hier irgendetwas für mich rum? Ja. Aber soweit sind wir ja gut bestückt. Mach mal Licht an. Danke. Das ist schön, einfach mal durch die ganzen Räume laufen. Ohne Verstecken und so. Toll, ich bin voll. Mach mal wieder ein bisschen. Zack. Wir wollen. Ich habe versucht, Licht. Foster zu retten. Fast. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Das Vieh hat noch nicht gewonnen. Ich lebe noch. Toll, Fackel. Ich bin noch voll fett am Leben. Ich hoffe, die machen den zweiten Teil. Das da. Und das da. Und das auch. Mach auf, mach auf, mach auf. Ansonsten liegt hier nix. Aber hier. Oh, aber hier nicht. Nein, ist nicht dein Ernst. Habe ich hier gerade... Nein, ich dachte gerade. Ist schon, dass hier alles piept. So, hier
Hier haben wir das. Oh, Speicher. Wäre ich beinahe an den Speicher vorbeigelatscht? Das geht ja gar nicht. Na tolle Wurst, wo lang? Natürlich hier lang. Hübsch. Oh, mach mal hübsch. Na, dann wollen wir mal ein bisschen fummeln. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff... Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Oh Mann, das wackelt zu sehr.
angezeigt. Oh, jetzt habe ich gewartet. Auf geht's! Mal die Beine in der Hand. Richtig? Ja. War was? Alien am Poppes? Von der Musik her? Speicher, ja klar, noch episch fett speichern hier. Und abhauen. Wird schon stimmen. Der Weg. Dann speisen wir uns hier mal durch. Wir hebeln den Hebel, wie immer. Wir hebeln hier so viel. Nein, Mann. Wo muss ich lang? Aber doch nicht mit Fahrstuhl fahren, oder? Bestimmt nicht. Wieso ist das so? Der Sicherheitsdienst von Sixen ist gerade aufgetaucht, bewaffnet. Oh. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Huh.
waren zwei. Warte mal, was nehme ich denn? Was nehme ich denn nicht? Ich werde hier nicht verrecken, auf keinen Fall. Auf deinen Tisch. Er wird mich sehen. Das musste wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Oh. Schick. So ein Scheiß. Zuerst hört man Geräusche in den Lüftungsschächten. Ja. Dann ist Beten angesagt. Ja, und ein Flammenwerfer. Hoffen, dass die Muni nicht leer geht. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Oh. Falscher Knopf. Nein. Reißt euch zusammen, okay? Wir schaffen das schon. Für eine Zigarette töten. Der auch? Warte mal, lass mich mal gucken. Stabilisatoren auf 80% und fallen. Ne, hier kommt doch auch einer für mich rein. Doch. Da kommen sie, glaube ich, auch rein. Mist, 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 Mist. No, 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 no. Wie mache ich denn das jetzt? Trotzdem hier ransetzen? Denn machen? Nein! Das... Beleuchtung aus? Ach, muss ich das jetzt tun? Na, 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 nein! Los geht's! Tada! Was ich auch immer gemacht habe. Toll, wie ich darf jetzt hier unten so einen Kacktext hier nur durchlesen. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Komm schon. Synthetending. Ja, komm an. Ja. Der ist ja auch noch geschützt, ne? Den kriegst du ja nur mit diesen... Thank you.
Ich gehe hier rein. Wir gehen hier rein. Wir gehen hier sowas von rein. Keine Ahnung, wo der Gang hinführt, ob ich hier denn überhaupt noch richtig bin. Ist mir eigentlich total egal. Ne, eigentlich nicht wirklich. Sache, die sehen mich nicht, weil wenn die denn mich anfangen zu ballern, das zieht ja ganz schön Gesundheit. Finde ich nicht so. Ich glaube, diese Tür zu öffnen wäre ein Fehler. Ich hoffe, die krabbelt jetzt nicht gleich raus. Nicht rauskrabbeln, nur auf. Schluck auf. Irgendwie habe ich Schluck auf. Ich muss... Das habe ich jetzt geöffnet, aber ich muss nicht da lang. Atmen. Ich gehe weg. Oh, habe ich mich nämlich mal sicher geführt und dann kam trotzdem doch irgendeiner hinterher. Also abhauen. Warte mal. Gut. Ganz kurz Karte duzen. Ich will den Weg gleich richtig lang gehen. Hier liegt aber nichts Neues. Ich habe gerade Flammenwerfer eingesammelt. Ich glaube, die krebeln hier auch auf der Treppe rum. 150. Orbitalstabilisatoren auf 60%. Finde ich gut. Wir schleichen uns mal weiter. Ich weiß gar nicht, ist das richtig? Ich keine Ahnung. Es kreiselt da immer noch. Die Gefahr ist nicht nah, also hier abspeichern und wir sind schon bei 29 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Das passt doch. Na, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.